Willkommen zu unserem ersten Nachmittagsblock. Wir haben hier ganz kurzfristig jetzt sozusagen als Ersatzvorstellung eine Präsentation über die Erreichbarkeit im ÖPNV. Ich würde sagen, ihr legt einfach los. Ja, vielen Dank. Also wir haben wirklich vor einer Stunde festgestellt, der Vortrag fällt aus und das ist total unser Thema. Wir wollten auch gerne eigentlich den Vortrag zu offenen Daten und ÖPNV angucken. Wir sind Ole Röntgen und Charlotte Pusch von der TU Hamburg und unser Kerngeschäft sind Erreichbarkeitsanalysen und vor allem auch der ÖV. Und wir haben jetzt einen Vortrag mitgebracht, den wir schon mal im Dezember gehalten haben. Und jetzt können wir halt schon ein bisschen mehr dazu sagen, aber es geht bei uns wirklich um Open Source Erreichbarkeitsanalysen im ÖV. Ja, Ole und ich arbeiten in einem BMBF-geförderten Forschungsprojekt namens Urban Rural Solutions. Super schwieriger englischer Name, ein urdeutsches Projekt. In diesem Projekt geht es unter anderem darum, dass wir ein räumliches Planungstool für die Daseinsvorsorge entwickeln, was auf Open Source basiert und auch möglichst mit Open Source Data gefüttert wird. Und was ist Daseinsvorsorge? Also Daseinsvorsorge sind Einrichtungen, also Infrastruktur, die wir brauchen, um uns zu versorgen, also Ärzte, Kindergärten, eine Universität. Und unsere Zielgruppe für dieses Planungstool sind Planer aus Kommunen, also der klassische Kita-Bedarfsplaner oder ein Verkehrsplaner zum Beispiel. Genau. Da wollen wir hin. Also unser Tool soll räumliche Analysen im ÖV machen, denn von diesen ganzen Bereichen der Daseinsvorsorge ist der gemeinsame Nenner die Erreichbarkeit. Also es geht ganz oft darum, komme ich überhaupt zu meiner Einrichtung. Und diese Karte, die zeigt jetzt eine ÖV-Erreichbarkeit in einem unserer Fokusräume. Das soll einfach nur zeigen, da wollen wir hin. Also wir wollen Karten, wir wollen gerne Diagramme erstellen. Und diese Karte wurde noch mit kommerzieller Software entwickelt. Und wir wollen ja dahin, dass wir das mit Open Source können. Was steckt in dieser Karte? Wir haben einmal ein kleinräumiges Bevölkerungsmodell hinterlegt auf 100 mal 100 Meter Rastern, basierend auf dem Zensus, der ja frei zugänglich ist. Also ich weiß, in diesen Rasterzellen wohnen so und so viele Leute, mindestens 3. Und das haben wir vom Jetztstand und wir haben aber diese Zahl auch fortgeschrieben mit Bevölkerungsdaten von den Gemeinden, dass wir auch in diesen Rasterzellen eine fortgeschriebene Zensuszahl haben. Was haben wir noch? Wir haben ein räumliches Standortmodell, also adressgenaue Geodaten vom Status quo. Und da steht jetzt das kleine Wörtchen Planfall. Das bedeutet nur, das ist eine Anforderung, auch die Praxispartner uns herangetragen haben, dass man in diesem Tool auch eine Einrichtung mal wegnehmen kann. Weil wenn eine kleine Gemeinde irgendwie 2 Schulen hat und wenig Kinder und sie sich überlegen müssen, eine Schule muss weg, dann möchten sie mal gucken, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich eine Schule wegnehme. Und dahinter steckt auch ein Verkehrsmodell für den IV, also Individualverkehr, und den ÖV, den öffentlichen Verkehr. Und momentan ist es so, dass wir den IV komplett auf OSM-Daten aufbereitet haben und beim ÖV momentan noch mit HAFAS-Daten arbeiten. Aber da wollen wir eben auch hin, und da kommt Ole auch gleich zu, dass wir das auch auf Open Source machen. Und für uns sind so wichtige Kennzahlen die Reisezeit, die Distanz, aber im ÖV vor allem auch Umsteigehäufigkeit und Bedienhäufigkeit. Genau, und IV, das ist ja immer ein bisschen einfacher. Also ich weiß, ich wohne hier und ich möchte zu einem Ziel da und dann kann ich in meinem Netz eben gucken, welchen Weg ich wähle. Hätte ich irgendwie Verkehrsbelastungsdaten, könnte mir mein System auch noch ausspucken, okay, fahr lieber da lang, da geht's schneller. Also eigentlich ist die Systematik dahinter aber im Vergleich zum ÖV ein bisschen einfacher. Im ÖV machen wir das so, dass wir die von jeder Rasterzelle, das ist unser Startpunkt, berechnen wir erstmal die Fußwege im OSM-Netz zu den nächstgelegenen 5 Haltestellen und von den Zielhaltestellen auch, also von dem Zielort, also sage ich jetzt mal in der Schule, auch die nächsten 5 Haltestellen. Also haben wir da den Fußverkehr im OSM-Netz. Und dann haben wir, was denn der ÖV macht, im Fahrplan die Daten und machen daraus eine Matrize, sodass ich dann von einem Start zu einem Zielpunkt erstmal im Wegenetz gehe zu der Haltestelle, die dann, wo da eine Abfahrt ist, zur nächstgelegenen Haltestelle der Zieleinrichtung und dann gehe ich von dieser Haltestelle wieder zu meinem Ziel. Und das ist ein bisschen komplexer eben als im IV. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, was als nächste Karte kommt. Genau, also ich kann dir noch kurz mal, also was brauchen wir also? Wir brauchen eine Open-Source-Maschine, die eben eine unglaublich große Zahl an Routen schnell berechnen kann. Und eine Sache kann ich jetzt schon mal sagen, also wir brauchen halt nicht
ich wohne da und ich möchte hier zur Uni Bonn und was ist der schnellste Weg, sondern wir haben quasi ganz, ganz viele Startpunkte, also Wohnstandorte und dann ganz, ganz viele Zieldestinationen, wo ich dann eben die nächstgelegene schnellste raussuchen muss. Also sind das Many-to-Many-Analysen. Und jetzt gucke ich hier nochmal. Genau, wir brauchen eben IV-Netze für den Fußrad- und Autoverkehr und ÖV-Fahrplandaten. Und jetzt übergebe ich an Ole. Hier. Geht das so? Wie geht denn das so? Geht das so? Hallo? Hört ihr mich? Gut. Also das Ziel sind letztlich Erreichbarkeitsmatrizen oder letztlich Reisezeitmatrizen, nur eben sehr, sehr große Matrizen, weil wir, wenn wir mit einem 100-Meter-Raster rangehen, bei einer Fläche von einigen hundert bis in tausender Bereich von Quadratkilometern, also komplette Bundesländer, natürlich auch eine entsprechende Anzahl an Start-Ziel-Relationen haben. Das überspringen wir mal. Wir haben uns letztlich ein bisschen näher mit dem Open Trip Planner beschäftigt. Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal gehört? Okay. Das ist so ein bisschen, wenn man ein bisschen recherchiert, eigentlich eine Standardlösung für multimodale Routing-Maschinen. Also es beherrscht multi- und intermodales Routing. Multi- und intermodal meint letztlich eine Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln. Kann direkt OSM-PBF-Files verarbeiten und die GTFS-Files für ÖV-Fahrplandaten. Ist in Java programmiert, kann man über eine API auch per Python scripten und verfügt über rudimentäre Möglichkeiten zu Many-to-Many-Analysen. So, kurzer Exkurs nochmal. GTFS, das ist eben das Standardformat für Fahrplandaten. Ist irgendwann mal 2005, 2006, glaube ich, bei Google entstanden. Dafür stand das G dann auch. Später ist es dann ein bisschen herstellerunabhängiger geworden. Das G ist mittlerweile General, also General Transit Feed Specification. Sind einfach nur Sammlungen von Textdateien, die man relativ simpel verarbeiten kann. Ich habe hier mal den Stand der damals, 2007 Ende, vorhandenen GTFS-Feeds als Open Data auf eine Karte geschmissen oder ich habe sie, glaube ich, sogar geklaut bei rettedeinnahverkehr.de. So eine Initiative, die sich für eine stärkere Öffnung von Fahrplandaten einsetzt. Wie man sieht, sind die größten Teile Deutschlands damals noch nicht abgedeckt gewesen, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass so die großen Metropolregionen, also Hamburg, Berlin, Köln, Franken und was haben wir da noch? Karlsruhe und so weiter schon dabei waren. Und da ist so sehr, sehr dynamische Entwicklung. Also die Daten sind im Prinzip für große Städte in Deutschland vorhanden. Gut, kurzer Sprung jetzt. Wie funktioniert das eigentlich mit dem OTP? Man besorgt sich im Prinzip aus sehr, sehr schönen Quellen die Java-Datei, dann packt man die OSM-Datei, die Fahrplandaten dazu, dann baut man sich den Graphen dazu und dann nutzt man es idealerweise. Und wenn man dann ein bisschen scriptet, dann kann man sich relativ einfach berechnen lassen, wie es mit der Fahrzeit aussieht. So ein klassisches Beispiel, was man eigentlich doch recht gern wissen möchte, ist, wie lange braucht man eigentlich vom Hauptbahnhof zu den einzelnen Punkten oder zu einzelnen Punkten in der Großstadt. Hier habe ich mal so ein 100-Meter-Raster in Hamburg genommen. Also die Punkte sind die Mittelpunkte von Rasterzellen in einem 100-Meter-Raster. Und das sind dann quasi die Zielpunkte, wenn man vom Hauptbahnhof ausgeht. Dann kriegt man sowas hier raus. Hier habe ich jetzt einen Ausschnitt rausgenommen. Das ist die Umgebung von Hamburg-Barmbek. Links sieht man die Legende, das sind quasi die Reisezeiten mit Bus und U-Bahn in Hamburg vom Hauptbahnhof dorthin. Jetzt kennen hier die wenigsten von euch wahrscheinlich die Feinheiten von der ÖV-Abdeckung in Hamburg. Aber wenn man zum Beispiel sich die Umgebung von dem U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt anschaut, der ist da eher im rechten Bereich, dann sieht man, dass die Reisezeit, die OTP da berechnet hat, im 30er bis 40er Minutenbereich ist. Und jetzt muss man dazu wissen, dass die U-Bahn vom Hauptbahnhof nach Wandsbek-Gartenstadt ziemlich genau 13 Minuten braucht. Das heißt, diese Ergebnisse können nicht ganz korrekt sein. Und da kommen wir dann zu diesen kleinen Feinheiten, die beim OTP ganz schnell auffallen. Da sind nämlich diverse Macken drin. In dem Fall ist eine Macke, dass bei der Aufbereitung von den OSM-Daten einfach alle Wege ignoriert werden, die mit einem Access-Tag getaggt sind.
Und die U-Bahnhöfe in Hamburg, das muss man wissen, sind sogenannte fahrkartenpflichtige Bereiche. Das heißt, wenn man auf die Bahnsteige will, in Hamburg muss man eine Bahnsteigkarte haben oder eine gültige Fahrkarte. Und deswegen sind die meisten U-Bahnhöfe mit Access gleich Customers getaggt. Und OTP ignoriert die einfach komplett, sodass es da eine U-Bahn gibt, aber das Routing da einfach nicht stattfindet. Ich habe das dann irgendwann mal so gelöst, nachdem ich mir den Code angeschaut habe, dass ich einfach mit, ich glaube Osmosis, glaube ich, einfach alle Access-Tags aus dem PBR-File rausgenommen habe. Und dann sah das schon mal wieder ganz anders aus, nämlich so, deutlich eher an der Realität. Aber bis man da drauf kommt, ist natürlich auch immer so eine tricky Geschichte. Leider ist die Dokumentation vom Open Trip Planner, also wie der letztlich auch mit den OSM-Files umgeht, ziemlich beschissen. Also das hat mich doch einige Zeit gekostet, das auseinander zu friemeln. Genau, hier haben wir nochmal eine zweite Falle, wenn man nämlich das MIV-Routing macht, also im Autoverkehr routet, dann kommt man auch sehr, sehr schnell zu der Erkenntnis, dass die Fahrzeiten insbesondere innerhalb von Großstädten unrealistisch lang sind. Ich glaube, 5 Kilometer innerhalb von Hamburg waren wir irgendwie bei 30 Minuten. Zum Vergleich, wenn man die Strecke selbst fährt, braucht man selbst im dichten Verkehr so 20 Minuten. Das ist auch der Wert, den Google Maps rauskriegt. Und das in einem belasteten Netz. Google hat ja letztlich die realen Verkehrsdaten mit drin, OTP kennt die nicht. Und da war so ein bisschen die Frage dann, okay, wie kommt er eigentlich dazu? Und die Lösung steckt hier. OTP setzt einfach für die Passage jeder Kreuzung eine gewisse Zeitstrafe an. Also wenn man auf einer Hauptstraße einfach stur geradeaus fährt, dann passiert man natürlich innerhalb von der Stadt super viele Kreuzungen, das sind dann kleine Einmündungen und jedes Mal haut er da, wie viel waren das, 8 Sekunden, glaube ich, drauf. Und dann kommst du natürlich relativ schnell auf völlig unrealistische Werte. Ist leider auch sehr, sehr schlecht dokumentiert. Gut, also kurze Zusammenfassung von unseren Erfahrungen damit. Hat ziemlich großes Potenzial, das Ding ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Hat alles, was wir eigentlich bräuchten, aber in der Praxis einfach viele Fallstricke aufgrund von mangelnder Dokumentation. So, was war das noch hier? Das war, glaube ich, noch so ein bisschen Rest, den wir im Dezember bei der Präsentation hatten. Läuft. Willst du noch was dazu sagen? Ich gebe dir das mal wieder hier. Eieiei, das ist meine Brille. Nur dazu, also wir wollten uns sowieso eigentlich gerne auf der Foskes platzieren mit unserem Projekt, weil wir eben jetzt mit uns mit dem OTP beschäftigen und das wirklich schlecht dokumentiert ist und Ole ist, finde ich, schon der absolute Crack in OTP, aber es ist irgendwie schwierig, da durchzublicken und wir haben gehofft, dass hier Leute sitzen, die sich vielleicht auch mit dem OTP beschäftigen oder von ihm gehört haben, einige haben sich ja schon hier gemeldet und dass man mal in den Austausch kommt. Und ich wollte noch jetzt kurz was zu der Projektentwicklung sagen. Also wir sind jetzt mit dem Projekt so weit, dass wir mit dem Land Niedersachsen zusammen dieses Tool entwickeln. Also dieses Erreichbarkeitsmodul liegt bei uns, aber es wird dann vom Land Niedersachsen gehostet und auch wieder frei zur Verfügung gestellt natürlich. Und wir freuen uns halt, so einen großen Partner zu haben, der tatsächlich das praktisch anwendet. Und die sind auch froh, wenn es weiterentwickelt wird. Und deshalb wollten wir hier mal den OTP platzieren und Anregungen sammeln. Oder uns auch gerne später treffen, um noch mal tiefer über den OTP zu sprechen. Oder auch über vielleicht ganz andere Möglichkeiten, die für unseren Fall vielleicht besser sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen sehr vielversprechenden Ansatz. Zeitlich liegen wir auch noch prima im Rahmen. Das heißt, wenn hier noch Anregungen, Fragen sind, nur raus damit. Keine Fragen. Ich habe jetzt keine Frage, aber ich könnte noch anmerken, dass der Vortrag, der jetzt ausgefallen ist, auf der FrostCon schon vorgetragen wurde. Also kann man sich davon das Video noch anschauen. Der hieß auch genauso wie jetzt Open Data im ÖPNV. Danke für den Hinweis. Jetzt mal eine Fachfrage wegen Zwischenbedienverboten. Es gibt ja beispielsweise beim Flixbus dürfen ja nicht zwischen Kassel und Göttingen bedienen. Wie ist das in den GTFS-Daten hinterlegt? Wissen Sie das? Kann ich dir sicher gar nicht sagen. Also ich glaube, dass es da irgendeine Lösung geben wird, die dann notfalls irgendwie reingefrickelt wurde.
Aber für die Praxis ist es, für das, was wir machen, ist natürlich ÖPNV und da darfst du ein- und aussteigen, wie du gerade lustig bist. Deswegen ist das bei mir praktisch noch nicht irgendwie als Herausforderung angekommen. Nee, kann ich dir leider nicht sagen. Gerade im ländlichen Raum ist das eine riesen Herausforderung, weil wir da ja diese Anrufsammeltaxen haben und die keine Innerortsbedienung haben. Da kann ich vielleicht was zu sagen. Also sobald das Anrufsammeltaxi einen Fahrplan hat, dann ist es abgedeckt. Also es ist nur, genau, also das Problem sind nur Anrufsammeltaxen. Da hatte ich jetzt gerade so einen Fall mit einem Fachplaner, die in den Schulferien dann fahren und man müsste eine Stunde vorher anrufen, dass dann sie kommen. Also das sind dann so speziell gelagerte Sonderfälle. Aber ein normales Ast ist im Fahrplan mit drin. Wenn es nicht mit drin ist, können wir es nicht abbilden. Da haben wir noch keine Lösung, aber das kann man bestimmt auch irgendwie lösen. Von meiner Seite auch noch eine Frage. Und zwar gerade im Bereich des Individualverkehrs hat man ja massive Schwankungen in der Fahrzeit, also Berufsverkehr. Wenn die Belastung einfach viel höher ist, kann man das modellieren? Das kannst du modellieren, aber da musst du natürlich auch die Werte kennen. Wir machen das jetzt, dass wir pauschal einen Aufschlag oben drauf setzen, wenn du innerhalb von der Stadt bist. Du kannst natürlich auch perspektivisch schauen, dass du entweder echte Werte bekommst, dass du wirklich weißt, wie lange du real auf einer Strecke brauchst, oder dass du dir ein Verkehrsmodell nimmst und auf der Basis dann die Belastung mit einbeziehst, dass du weißt, dass auf einer Straße, die eine Kapazität von X hat, Y Fahrzeuge unterwegs sind, und dann rechnest du daraus letztlich die Verzögerung, die sich da ergibt. Ja, aber, ja. Ja, und wir haben also einmal dieses Herabsetzen der Durchschnittsgeschwindigkeit innerorts, aber dann haben wir noch, also wir modellieren sozusagen Suchparkverkehre, aber auch jetzt nicht scharf, sondern wir geben halt eine Zeitstrafe noch drauf. Genau. Hast du es gerade gesagt? Genau, wir machen das letztlich pauschal. Ne? Also für die Parkplatzsuche entsteht im IV natürlich auch ein Zeitverlust, aber da es keine Daten gibt, wie es real aussieht mit der Parkplatzsituation, die du dafür im großen Maßstab nutzen kannst, packen wir pauschal, ich glaube, 4 Minuten nur einfach oben drauf. Irgendwas in der Richtung, genau. Das sind so die Schwächen von dem Modell, die du heute einfach aufgrund von Datenverfügbarkeit hast. Nichts mehr hier in der Runde. Dann herzlichen Dank. Ja, also meine Frage wäre noch, wie sinnvoll ist das, den Verkehr, das Verkehrsmodell statisch anzunehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kindergarten schließen will oder eine Schule verlegen, weil es ist ja auch die Option, dass dann der Bus woanders langfährt. Also muss man das nicht irgendwie interaktiv sehen? Das ist eine super Frage, auf jeden Fall, da haben wir uns auch mit beschäftigt, und wir entwickeln halt ein Planungstool für nicht GIS-affine Menschen oder Leute in der Planung, die eigentlich räumliche Fragen haben, aber sie noch nicht beantworten können. Und für diese Person ist die Funktion des Modellierens wirklich im Status quo. Ich nehme jetzt die Schule weg und was passiert eigentlich, wie verändern sich vielleicht Einzugsbereiche? Die erste Frage, die sie haben. Es geht nicht um Verkehrsmodellierung oder ÖV-Planung. Also das Tool ist nicht für ÖV-Planer, sondern der Ansatz ist, dass es eine Informationsgrundlage bietet, die sich so Planer noch nicht erschließen können, einfach. Und auf dieser Grundlage weiter diskutieren. Und diese Funktion mit dem, ich schließe eine Kita, hat dann eher was mit Einzugsbereichen zu tun. Also das haben wir uns tatsächlich auch gefragt, aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass das Tool soll so intuitiv und einfach zu bedienen sein, dass diese Option, den ÖV zu modellieren, nicht mit in diesem Tool aufgenommen wird.